Hallo, hallo, meine Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück aus unserem schönen Alanya und für euch ein neues Quatschvideo. Ich habe meinen Kaffee bereitgestellt und möchte mit euch über etwas reden, was ich gestern gehört habe. Und ich fand das so überlegenswert. Es hat so ein bisschen meine Gehirnzellen in Gang gebracht, dass ich da mal mit euch statt allein auf meinem Sessel überlegend mit euch doch das einmal zusammen machen wollen würde. Da hat, ich glaube, es war ein Imam, also ein islamischer Gelehrter, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch völlig unwichtig, weil es geht um die Aussage an sich. Er hat gesagt, in jedem Arm einer Frau sitzt der Teufel. Und ich wusste natürlich sofort, was er damit meint, im islamischen Sinne gedacht. Er meint nämlich damit, erst einmal zur Erklärung. Also uns Muslimen ist es eigentlich verboten, eine Beziehung außerhalb der der islamischen Ehe zu machen. Ja? Man darf sich auch nicht so oft treffen, man darf auch nicht befreundet sein mit dem anderen Geschlecht. Das ist alles nur erlaubt unter dem Mantel der Ehe. Ja? Und das ist sowohl für den Mann als auch für die Frau. Ja, man denkt ja immer, die Frau darf das nicht und bei der ist es alles ganz streng. Nein, auch der Mann darf das nicht und auch da ist es genauso streng. Ja, auch der darf keine Beziehung vor der Ehe haben und darf auch nicht Frauen in irgendeiner Art und Weise sich außerhalb der Ehe befreunden und ähnliches. Darum soll es gar nicht gehen. Was ich nur sagen wollte ist, es geht auch ein bisschen darum, um das Thema Fremdgehen eventuell, um das Thema Fremdgucken, um das Flirten, wenn man verheiratet ist und ähnliches. So. Und unter diesem Aspekt kann man sich wahrscheinlich vorstellen, was der türkische Gelehrte oder der islamische Gelehrte, wenn er denn einer war, damit sagen wollte. So, jetzt müssen wir erstmal einen Kaffee trinken. Er meint nämlich damit, dass wir Frauen den Teufel im Arm haben, sozusagen. Ja, wir machen uns die Haare schön und wir lächeln in einem anderen Geschlecht ins Gesicht und wir machen uns hübsch, wir schminken uns, wir ziehen uns schick an, wir wollen einfach schön aussehen, ja. Und das ist für das andere Geschlecht eben so anziehend, dass er guckt, dass er sich für das für Gegenüber interessiert und dass er eben verführt wird, Sina zu machen. Und Sina bedeutet quasi sowohl im Arabischen als auch im Türkischen, und ich glaube, Sina, der Begriff ist weitläufig auch bekannt, dass man eben eine Beziehung anfängt oder ein Techtelmechtel oder ein wie soll ich das denn, außerhalb der Ehe, was ja streng verboten ist. Und sozusagen, wir Frauen verführen unser Gegenüber damit, mit unserer Weiblichkeit. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Und ich habe da mal so drüber nachgedacht und habe gedacht, jetzt kommen natürlich viele, die da dann schimpfen und sagen, nein, ich mache das für mich und so ein Blödsinn und so. Aber ich glaube schon, dass da ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und wenn man jetzt ein Muslim ist, ja, und wenn man wirklich an die Regeln glaubt und auch davon überzeugt ist und auch das für sich in seinem Leben als das Richtige ansieht, dann könnte man doch sagen, okay, also wir Frauen haben den Teufel im Arm, weil wir versuchen mit unserer Haltung schon allein, mit unserem Lächeln, mit unserem Aussehen das männliche Geschlecht zu verführen, ja, und das wäre ja dann sozusagen für den Mann so, dass er da verführt wird von uns Frauen. Ja, jetzt wahrscheinlich denkt ihr euch, hat sie noch alle, was ist denn mit der kaputt? Aber ich finde schon, dass das so ist, ja. Klar, der Mann darf sich darauf nicht einlassen, das ist ja ohne Frage. Der Mann, wenn er ein Muslim ist, darf da nicht hingucken. Deswegen habt ihr ja auch öfters schon von mir gehört, dass man hier zum Beispiel in der Türkei mit Frauen
ja, vorsichtig agiert. Ja, also man guckt sie nicht direkt an, sondern man guckt nach unten. Das ist dem Mann dann auch vorgeschrieben sozusagen in der Religion, dass er eben nicht die Frau betrachtet, ja, in ihrer Weiblichkeit und in ihrer Offenheit, die ihm gegenübertritt, sondern dass er eben wegguckt, dass er auf die Erde guckt, dass er den Ehemann anguckt oder den Freund anguckt, am besten gar nicht so richtig in Kontakt tritt. Das hat halt alles damit zu tun, dass eine Beziehung außerhalb der Ehe eben strengstens verboten ist. Ja, darf man nicht. Und deswegen wird das halt auch so von diesen Gelehrten wahrscheinlich formuliert, ja, dass der Mann eben sozusagen dem nicht widerstehen kann, der Schönheit der Frau. Ja, ich fand das richtig, ja, es wurde auch laut gelacht, als er das, der hat immer so ein bisschen so den Schalk im Nacken. Ich gucke ihn ganz gerne und der versucht natürlich auch zu provozieren mit seinen Aussagen und versucht auch aufzuwecken. Klar, ist ja auch richtig, ne? Aber wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, wir Frauen haben den Teufel im Arm. Also ich denke schon, dass wenn man, wie gesagt, wirklich ganz streng gläubig ist und auch danach lebt, vielleicht ist, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das männliche Geschlecht auf die Schönheit der Frau eine Anziehung verspürt. Das ist zwar umgekehrt genauso, ja, aber der Mann macht sich ja, na gut, die Männer machen sich auch schick, ne? Also ich, wenn ich da an meine Jungs denke, also die stylen sich auch die Bärte und machen sich die Haare schön und brauchen länger als ich im Badezimmer. Also keine Ahnung. Dann gilt das wohl für beide Seiten. Dann hat auch der Mann einen Teufel im Arm, weil dann kann die Frau ja auch nicht anders, als dahin zu gucken. Aber es ist trotzdem letztendlich eine Verführung, dem der Mann zu widerstehen hat. Ja? Und gerade im Sommer, wo alle wirklich sehr freizügig sind, hat er wahrscheinlich, kam auf diese Idee, das einmal so zu sagen, ob das stimmt, ne? Keine Ahnung. Aber ich fand das wirklich nachdenkenswert, ja. Wenn man so wirklich aus islamischer Sicht da mal drüber nachdenkt und überlegt, ja, also ich mache mich schick, ich ziehe mir was Tolles an und ich schmink mich, mache mir die Haare schön. Und viele machen es ja nicht nur für sich, ja, sondern also ich will jetzt hier mal eine vorsichtige Warnung von vielleicht 50% oder 60% aller Frauen aussprechen, die sich ja für ihren Partner schön machen, die sich für ihren Ehemann schön machen. Und die sich ja auch für die Gesellschaft schön machen, um gut auszusehen, ja, um gepflegt auszusehen, um stylisch rüberzukommen. Allein schon im Beruf ist das ja auch oft wichtig. Oder um einfach der Kultur, in der man lebt, auch eine Wertschätzung zu geben, beziehungsweise sich anzupassen, ist es ja immer auch etwas, wo viel Geld dranhängt an dem Aussehen oder Karrieremöglichkeiten mit dranhängen oder ein Statussymbol entwickelt wird, wie man aussieht. Das ist leider in unserer heutigen Gesellschaft so. Nur wenn wir mal so ganz von dem damaligen Zeitpunkt, wo unser Koran veröffentlicht wurde, ausgehen, dann ist das natürlich mit dem heutigen Leben, indem wir uns in einer Gesellschaft, in der Muslime in einer Gesellschaft leben, die darauf gar nicht ausgelegt ist, ist das natürlich für einen Nicht-Muslim gar nicht nachvollziehbar, wieso man so etwas denken könnte. Ja? Und wie gesagt, vorsichtige Schätzung, 50% aller Frauen machen es vielleicht tatsächlich, ja, für ihren Partner, für die Gesellschaft, für ihren Beruf, für ihr Wohlfühlverhalten, um sich selbst auch wohlzufühlen. Ich dusche ja auch jeden Tag hier, ja, und ich kämme mir auch die Haare und ich habe mich auch lange Zeit geschminkt. Im Moment mache ich das nicht, aber letztendlich mache ich das ja auf gar keinen Fall für irgendjemand anderen, sondern einfach, weil es meinem Lifestyle im Moment entsprach, ich Videos drehe, ich da in irgendeiner Art und Weise versuche, ein Produkt aufzubauen diesbezüglich und nicht, um irgendwie andere Geschlechter anzuziehen. Aber das ist ja die Folge dessen. Ja, wenn ich mich schminke, finde ich mich auch, das piept immer die Box da hinten von den Jungs, ist, glaube ich, an. Die haben sie, glaube ich, nicht ausgemacht. Und dann ist sie immer auf Bereitschaft und piept, oder? Ja, Akku ist alle, keine Ahnung, kenne mich da nicht aus.
Aber die Folge daraus ist ja, dass man schöner aussieht, dass man Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, weil wenn ich aus meiner Sicht spreche, ich finde mein Gesicht viel schöner, wenn es geschminkt ist. Ja? Da werden vielleicht andere sagen, also mein Mann würde sagen, nee, du spinnst, das sieht viel schöner aus, wenn du in Natura bleibst. Aber da haben die Männer ja meistens, wenn es um die eigenen Frauen geht, so ein bisschen so ein anderes Wertegefühl. Aber ich finde schon, dass wenn ich Wimperntusche auflege, dass wenn ich mein Gesicht mit Foundation bedecke und das alles so ein bisschen betone, hier die Augenbrauen und so, dass es alles schon schöner aussieht und attraktiver aussieht, gepflegter aussieht, sauberer aussieht. Darum geht es ja. Aber letztendlich ist das ja eine Wirkung, die auf die Außenwelt stattfindet oder die auf die Außenwelt wirkt und dementsprechend auch bei der Außenwelt wahrscheinlich ein schöneres Bild von einem selbst vermittelt. Ja, und das ist ja eben die Kernaussage. Denn nicht nur bei Menschen, die gar kein Interesse an dir als Person haben und dich gar nicht anziehen finden wollen, ja, sondern auch bei denen, die dich aber doch anziehen finden wollen als das andere Geschlecht, ja, wenn sie dich sehen. Da übt man ja, ob man will oder nicht, eine Anziehungskraft aus, ja. Und um denen entgegenzuwirken, soll man es halt nicht machen, ja. Also, aber auch da gibt es verschiedene Meinungen, was heißt, soll man es nicht machen? Das meint dann eben die Aussage damit, dass wir Frauen einen Teufel im Gepäck haben sozusagen oder im Arm sitzen haben, der immer lockt und das männliche Geschlecht anlockt und die dann sozusagen auch Sina begehen wollen, ja, das ist damit die Aussage. Ich fand das so, das hat bei mir im Gehirn, fing das an zu arbeiten, habe mir gedacht, aus dieser Perspektive habe ich das noch nie betrachtet. Ich habe immer so die Männer dann beschuldigt, ne? Also habe immer gesagt, okay, ja, guck doch nicht hin, dann ist ja jeder für sich selbst verantwortlich, ne? Und das mal aus einer ganz anderen Perspektive zu überlegen, fand ich sehr interessant. Und ich hoffe, dass sich da keiner jetzt hat sozusagen negativ angetouched gefühlt hat, weil das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte einfach nur ein lustiges Samstagsvormittagsgespräch mit euch führen, weil ich saß hier in meinem Stuhl und habe drüber nachgedacht, habe mir die Vorstellung, wie so ein Teufel in meinem Arm sitzt, überlegt und wie dieser Teufel dann auf das andere Geschlecht wirkt von Frauen, ne, die alle so einen Teufel drin haben und was dann die Männer da denken. Und aber eigentlich haben die Männer ja auch dann den Teufel. Da ist hier überhaupt gar kein Unterschied, weil auch die, wie gesagt, machen sich schick. Und keine Frage, meine Söhne brauchen alle länger als ich im Badezimmer. Und da denke ich mir auch, mein Mann, ne, eine halbe Stunde, 45 Minuten kommt der nicht aus dem Bad raus. Ne? Keine Ahnung, was er da macht. Der hat sowieso nicht so viel, was er da noch, keine Ahnung, stylen müsste. Aber es dauert eben. Da wird sich schön gemacht und eingeseift und ein tolles Hemd rausgesucht. Und das machen die Jungs genauso. Ne? Also ich, bei mir geht das in 3 Minuten, bin ich aus der Dusche raus. Ne? Ganz schnell und ganz sparsam. Und da muss ich auch nicht so lange suchen, aber okay. Jeder, wie er will. Deswegen ja, vielleicht sitzt doch in jedem Menschen ein Teufel und nicht nur bei uns Frauen. Ne? Ich glaube, da wird eher ein Schuh draus. Meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Ups, jetzt werdet ihr fast runtergeknallt und bis bald. Tschüss.